Es sind Jan Hech und es sind Animateur am Koppel Freya Dachbaugebieter. Charakteristisch in der Natur 2000 Gebieter minder, dass das Dachbaugebieter waren. Dementsprechend wurde in wie viel sich Lebensräume, frische Wiesen bzw. auch die Pipeligsarten oder Büschleierchen, auch nach Reptilien wie Schlingnatter oder Eidechsen. Ein anderer wichtiger Punkt sind eben noch die freien Eisenerzstollen, die innerirdisch sind und die Haut ist das ganz wichtig, Landquartier hier als Fledermaus durchstellen. Ein von den Projekten, die wir mit AstroMittel zusammen schaffen, ist eben dafür zu sorgen, dass hier keine Leute gehen und andererseits, dass die Wanderquartiere accessibel für Fledermäuse bleiben. Da werden wir dann noch teilweise Inventären, um eben zu gucken, wie ein Fledermäuse die verschiedenen Stollen nutzen, weil da ist dann hilft, wenn wir die Sicherung machen, um zu gucken, wie ein Sicherungen hier im Busch sind. An den Trockenrasen finde ich ganz viele verschiedene Blähen, Orchideen, aber auch ganz viele Insekten. Aber wenn die Verbuschung zu schnell weitergeht, dann geht am Funk die charakteristisch echte Vielfalt, die man an den Lebensräumen hat, löserlos verloren. Für das möglichst schonend und ökologisch zu bremsen, haben wir da ein Wanderherd von Schof und Gießen, die dann am Schäfer durch die Gebiete ziehen und am Funk Gebüsch zurückdrängen. Mit Natura 2000 kommen teilweise auch vier Urteile an ihn davon, als dass der den geschützten Zone ist, wo ihr final mal nicht mehr machen wird. Das ist aber nicht der Fall, geht mehr darum, dass ihr in den Angriffen, wo ihr möchtet, für den prüft, was eventuell den Impact kann sein. Und dann wird ihr am Anfang schon ganz viel zum Schutz von den Gebieten an den Erden gemacht.